Wir sind diese Woche 50 Kilometer südöstlich von München im Landkreis Miesbach. Und zwar am schönen Schliersee. Der Markt Schliersee besteht aus den Ortsteilen Neuhaus und Fischhausen. Urkundlich erwähnt wurde der Ort das erste Mal im Jahre 779, als dort ein kleines Kloster entstand. Heute leben in der Gemeinde ca. 7000 Einwohner. Mit dem Zug sind sie in einer Stunde am Bahnhof Schliersee. Wir haben uns das älteste Gebäude Oberbayerns zeigen lassen, waren in einer Dirndl-Manufaktur und sind mit Markus Wasmeier in seinem Freilichtmuseum zusammengesessen. Und heute treffen wir drei Jungs, die mit ihrer Geschäftsidee den Ortskern von Schliersee wieder ein bisschen beleben wollen. Und einen davon treffen wir jetzt gleich da unten am See. Denn die drei jungen Männer haben eine eigene Fischzucht und einen eigenen Fischladen. Lukas, und bist du ein echter Schlierseer? Nein, also ich komme aus Bayerisch Zell. Das ist quasi nur zwei Orte weiter von hier. Aber ich kenne natürlich alle Schlierseer, weil ich bin ja in die Heimat Schule gegangen und es ist schon Heimat. Und was hast du jetzt gelernt? Gelernt, also ich bin ausgebildeter Fischwirt. Das ist eine dreijährige Ausbildung. Habe ich in Starnberg absolviert. Da gibt es in Deutschland aber auch nur drei Berufsschulen. Also es ist ein sehr seltener Beruf, sage ich jetzt einmal. Kein alltäglicher. Ja, finde ich auch. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du mit dem Angeln angefangen übers Hobby, oder? Ja. Also ich habe davor eine ganz andere Ausbildung gemacht als IT-Systemelektroniker. Ach Mann, das hat mir als nicht gefallen. Typ. Das habe ich dann nach einem halben Jahr auch beendet und habe dann quasi das gemacht, worauf ich Lust gehabt habe. Und das war eigentlich schon immer der Umgang mit Fischen. Mhm. Schon von klein auf bin ich nach der Grundschule in die Bäche gerast. Mit deinem Vater oder mit wem hast du das gemacht? Nein, eigentlich, das ist, ganz allein das ist war eine Leidenschaft, die ist von mir ganz allein entstanden. Mhm. Ja. Und dann hast du geschaut, wo man sowas lernen kann oder was man damit machen kann. Ja, genau. Oder? Und ich habe dann eben einen Christoph von Preising von Tegernsee drüben kennengelernt. Und das ist der Fischermeister vom Tegernsee drüben. Genau. Und da habe ich dann eben eine Ausbildung machen dürfen und der hat mich dann auch gleich übernommen quasi. Also du hast erstmal einen Anglerschein gemacht? Einen Anglerschein, den habe ich mit 12 Jahren schon gemacht, die staatliche Prüfung. Und dann macht man eine dreijährige Lehre zum Fisch. Wie wird das? Damals war ich der jüngste Fischer quasi in Bayern, weil genau mit meinem 12. Geburtstag habe ich die Prüfung machen können quasi. Und man darf die erst mit dem vollendeten 11. Lebensjahr quasi die Prüfung absolvieren. Und das war genau an meinem Geburtstag, das hat dann genau gepasst. Und ja genau, jetzt habe ich dreijährige Ausbildung hinter mir und jetzt mache ich noch meinen Meister. Das ist auch, also wie nennt sich es dann, wenn du ein Meister hast? Fischmeister? Fischwirtschaftsmeister. Fischwirtschaftsmeister. Für Fluss- und Seenfischerei. Wer darf jetzt hier angeln am Schliersee? Also das Seenrecht haben die zwei ortsansässigen Angelvereine quasi, der Bezirksfischereiverband Miesbach-Tegernsee und der Fischereiverein Schliersee. Und wir können uns freuen, dass wir jetzt eng mit denen zusammenarbeiten dürfen und genau das haben wir. Denen auch sehr dankbar dafür. Und jetzt schauen wir hoch zu eurem Laden, oder? Genau, und jetzt schauen wir mal, was der Räucherofen macht, ob die Fische schon fertig sind. Okay, schauen wir mal. Was im Laden los ist. Ja, super. Okay. Da habt ihr jetzt hier euren Räucherofen. Genau, jetzt kontrollieren wir mal, ob sie schon fertig sind. Haben die heute früh noch gelebt, die Fische? Nein, gestern haben sie noch gelebt. Die kommen dann über Nacht in eine 10%ige Salzlage, werden da 12 Stunden lang eingelegt quasi. Mit einer geheimen Rezeptur, die verrate ich jetzt nicht. Und jetzt werden es quasi in der Früh, also wir räuchern jeden Tag frisch in der Früh. Also in der Früh hast du die heute reingehängt? Ja, um halb sechs in der Früh. Halb sechs. Genau, je nach Größe brauchen sie halt immer, sagen wir, zwischen 3 bis 4 Stunden mit Trockenvorgang. Was sind das alles für Fische? Das sind jetzt Saiblinge und Forellen, was wir da haben. Das ist eine große Lachsforelle. Wow. Also eine Regenbogenforelle mit rotem Fleisch. Genau, und da muss man dann auch immer überprüfen, ob sie schon fertig sind. Das erfülle ich einfach ganz einfach. Aha. Es gibt auch moderne Methoden, dass man da so einen Fühler quasi in den Fisch reinsteckt und dann die Temperatur misst. Aber ich mache das noch per Hand. Ich fühle das, ob die schon fertig sind. Sind sie fertig? Na, die würde ich jetzt noch 10 Minuten ziehen lassen, aber fühlen sich schon recht gut an. Genau. Und die gibt es jetzt gleich warm auf dem Mittagstisch? Oder verkauft ihr die gleich? Ja, die werden dann auch gleich verkauft. Okay. Ja. Dann gehen wir jetzt mal in den Laden rein, oder? Wer früh dran ist, der bekommt warme Fische noch quasi. Oh, lecker. Jetzt schauen wir mal rein. Ach, jetzt soll ich Rauch in die Augen. Und im Laden empfangen uns gute Laune Musik und die anderen zwei Jungs. Doch erstmal eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran.
Wir sind am Schliersee und besuchen drei sympathische Jungs, die ihren Traum von einem gemeinsamen Laden gerade verwirklicht haben. So, auch gut, dann gehen wir zum Einkaufen und dann kommen. Mängst du nicht, Ich habe ja Rückenleuten, schottischer Bierlack, Steinbrot, Brokkoli, Nussmuscheln. Also wie lange gibt es jetzt hier den Laden schon? Seit April sind wir jetzt da, das ist fast ein Dreivierteljahr. Aha. Und, wie läuft's? Ich denke schon sehr zufriedenstellend. Also ich glaube, wir können nicht klagen. Also aber wie kamt ihr auf die Idee, jetzt hier zu dritt was auf die Beine zu stellen? Ich glaube, das kann besser der Marc beantworten als ich. Ja, wir sind irgendwann im Wirtshaus zusammengesessen und haben uns gedacht, wir wollen alle was selber machen. Ich wollte nicht mehr studieren. Der Lukas hat sich gedacht, er möchte sich weiter. BWL. Hab's auch fertig gemacht und hab dann Master angefangen. Aber mir hat es nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen wollte ich lieber selber was machen. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen können und haben eigentlich gedacht, wir machen einen kleinen Fischverkauf. Mhm. Und jetzt ist ja der Laden dann draus geworden mit ganz vielen Zufällen. Aha. Und was hast du eigentlich gelernt? Ich habe gelernt, Einzelhandelskaufmann beim Dahlmeier eben in München. Ah ja, aber ich meine, kann man ja alle drei Berufe jetzt gebrauchen für den Laden hier. Das hat irgendwie schon gepasst, ja. Und jetzt, was ist euer täglich, was ist bei euch los täglich? Wie geht der Tag so? Also wir treffen, also je nachdem wann, wie viel halt los ist, treffen wir uns in der Früh und dann müssen wir halt erstmal unsere geräucherten Fische auswaschen. Mhm. Und die werden dann reingehängt in den Räucherofen und dann werden die geräuchert. Und dann fahren die ersten zwei in den Weiher und holen halt Frischfisch für den Tag immer. Der wird jeden Tag frisch geholt. Ganz in der Früh holt sie also die frischen Fische aus dem Wasser raus. Genau, aus dem Wasser raus. Mhm. Dass die immer Fangfisch sind. Genau. Und dann müsst ihr mal aufstehen? Ja, das hängt davon ab. Aber jetzt im Winter ist jetzt ein bisschen später, auch so um 6, 6:30 und im Sommer ein bisschen früher. Mhm. Oder als auch zur Weihnachtszeit was. Auch sehr extrem, da sind wir sehr früh aufgestanden. Ja, okay, weil viel los war. Zeigt sie mir das jetzt mal, wie das funktioniert. Ich habe ja die Alex heute hier, die kann jetzt hier mal schnell den Ton übernehmen. Jetzt, genau, kannst du mir das beibringen? Also normalerweise schlachten wir die Fische erstmal und dann als nächstes steht mir einer gegenüber, wir lassen dann das Wasser laufen. Und dann nimmt wieso, wenn ihr schlachtet, also schlachten heißt, da sind sie schon tot, erstmal, die werden ausgenommen. Genau, erstmal ausgenommen. Okay. Und anschließend löffeln wir das dann aus. Das kannst du eigentlich auch gleich machen, das kann jeder. Ja. Du kannst nichts verkehrt machen, ganz fest. Ach, ganz fest, ganz alles fest. Was da so rumschwabbert. Ja, genau, alles muss raus. Noch mehr? Ja, alles muss raus. Am besten unterm Wasser geht es noch einfacher. Achso, geh mal darüber. So, oder reicht es? Ja, noch ein bisschen sauber und dann ist es aber schon nicht schlecht fürs erste Mal. Achso, du tust richtig, du kratzt. Genau. Oh, richtig gescheit. Ah, jetzt ausgratzt nicht. Sehe ich, ja. Was ist denn das für ein Fisch? Das ist jetzt ein Saibling, relativ großer. Wir haben aber auch noch Seeforellen und Lachsforellen bei uns. Mhm. Das sind alles Saiblinge hier drin? Na, da haben wir auch noch Lachsforelle. Genau, da Adriano. Lachsforelle. Okay. Genau. Und dann. Ah, die muss man erst aufschneiden. Haben wir unseren dritten Fisch, so jetzt mal die Seeforelle noch. Die sind sehr klein. Mach mal die. Schöne Portionsforelle. Müssen wir erst mal schlachten. Das hast du ja dann auch nicht gelernt, das hat dir der Lukas beigebracht. Ja, genau. Ich habe bevor wir angefangen haben, habe ich jahrelang keinen einzigen Fisch geschlachtet bis jetzt und dann irgendwann haben wir dann zum ersten Mal alles mir gezeigt und danach jetzt ging es dann eigentlich schon relativ gut. Dann schneidet man das hier innen auch und dann kann man es dann wieder auslöffeln. Ah, meinst du, das kann ich jetzt schon wieder? Wie hältst du den hier so irgendwie? Am besten da, genau, da an der rein. Seite. Mhm. Am besten ist, mit dem Finger hier so seitlich zu halten. Dass der Bauchlappen offen ist. Ach, da rein. So genau. Ja, jetzt. Den Finger da rein. Ja, das spritzt ganz schön. Gut, dass ich hier schon so ausgerüstet bin mit der Gummihose. Am Fisch kann man nichts kaputt machen. Kann man nichts kaputt machen. Kann man schön jetzt rein. Ich ein bisschen reingekratzt. Das reicht so, oder? Nee, das passt so. Das passt. Ja. Und schaut so? Schon gut aus und dann kann man den da oben reinschmeißen. Und das machen wir mit mehreren. Wie viele am Tag? Ja, um den Dreh, so ein paar hundert sind schon. Wenn wir viele Bestellungen haben, wir liefern auch in München aus und hier in der Region haben wir viele Gastrobestellungen, Hotels, Restaurants, alles Mögliche. Aha. Okay, dann schauen wir noch mal vor, jetzt will ich euren kleinen Laden auch noch anschauen. Ja, gerne. Erzähl mal, was ihr jetzt hier verkauft. Also eben hier auf der linken Seite von der Theke oder von vorne gesehen, auf der rechten Seite haben wir immer unseren Frischfisch, da haben wir immer auch fangfrischen Meeresfisch, Mittwoch und Freitag von einem kleinen
Ein-Mann-Betrieb aus dem Chiemsee, der den direkt am Flughafen abholt. Da gibt es von Kabeljau, Seeteufel, Steinbutt, schottischen Biolachs und Muscheln. Also wir haben alles, wir können auch alles bestellen. Also wir, das Sortiment ist recht groß. Aber da kommen jetzt die Schlierseher hier rein und kaufen bei euch den frischen See. Natürlich, ja. Der ist, ich glaube, es gibt wenig Möglichkeiten, wo man so fangfrischen und qualitativ hohen Fisch findet. Deswegen glaube ich, dass sehr viele Schlierseher zu uns kommen. Und die freuen sich auch, dass jetzt hier so ein neuer Laden ist. Ja, also die sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Die sagen, das hat hier gefehlt. Das war eine Lücke, die wir hier geschlossen haben. Also wir haben das schon, glaube ich, haben wir jetzt ganz vielen Kunden sprechen wir damit an. Mhm. Und was habt ihr noch drin liegen jetzt? Eben unsere Salate, die wir alle selber machen. Ich kann jetzt mal hier, wäre zum Beispiel ein Flussgips-Curry-Salat. Das war auch so eine Idee von uns selber, die wir, also eine Rezeptidee. Dann haben wir einen Algensalat, einen Shrimps-Cocktail, einen Matjes-Salat aus Saiblings-Matjes, den wir selber machen auch, also aus unseren Fischen, die im Bayer hinten schwimmen. Sonst haben wir auch Räucherfischmus, das ist ein Brotaufstrich aus unseren geräucherten Fischen, also querbeet. Also im Moment zur Laichzeit haben wir eben auch gerade Saiblingskaviar und Lachskaviar, den wir selbst abstreifen und anmachen. Also ein großes Sortiment. Was heißt das, wenn ihr den selbst abstreift? Wie funktioniert das? Den streifen wir, die jetzt sind dann trächtig und dann streifen wir die Eier ab und dann sammeln wir die und dann machen wir die noch an und dann ist es ein fertiger Saiblings- oder Lachsforellenkaviar, haben wir da vorne auch noch drin, die orangen Eier. Ja, genau. Also sehr beeindruckend, was ihr jetzt hier auf die Beine gestellt habt. Dein Traum hat sich schon eigentlich total erfüllt, ja, oder? Ja. In deinem eigenen Laden mit Fisch. Ja, richtig. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel aus Schliersee. Es ist bestimmt ein Besuch wert hier. Und wir lassen die Jungs wieder arbeiten und verabschieden uns mit diesen Bildern vom schönen Schliersee.